so neigt sich das Jahr 2019 schließlich dem Ende zu. Ein angespanntes Jahr, in dem Neues auferstanden ist und Altes zur Ruhe gesetzt wurde. Ein Jahr, welches unsere schlimmsten und widerlichsten Seiten zu sehen bekam. Ein Jahr, in dem die Sturheit Waffen an unsere Stirn gehalten hat. Jedoch gelang es uns letzten Endes, bevor es zu spät war, die Gräben, welche in den letzten 3 Jahren aufgerissen wurden, zuzuschütten und den Weg für eine erneute und friedliche Koexistenz zu ebnen. Und jetzt verkünde da einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Wohl kaum. Nein, nein, geschätzter Kanzler. Nicht alle vergangenen Taten werden einfach so verziehen. Wir werden sehen, wie unsere Geschichte endet.